We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ob der Himmel wohl voll ist oder leer? Die Frage, wie viele in den Himmel kommen und wie schwierig das ist, wird in der katholischen Kirche bis heute diskutiert, seit Jahrhunderten. In der evangelischen Kirche nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob wir uns nicht festlegen wollen oder einfach vielleicht mehr Hoffnung haben auf einen vollen Himmel. Aber hören wir einen, der schon mal da war, Hans-Dieter Hüsch. Und der liebe Gott sagte: Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir zusammenbleiben. Hier ist die ganze Welt versammelt. Es wurden immer mehr. Es sind jetzt fast Millionen. Du kannst es dir ja ausrechnen. Durch all die Jahrtausende hindurch sind es Milliarden und Abermilliarden. Aber sie sind alle friedlich und helfen sich untereinander und finden sich und verlieren sich wieder und sind auferstanden. Alle, die du hier siehst. Und dein Auge kann ja nur einen kleinen Ausschnitt sehen, aber es sind Milliarden und Abermilliarden. Alle sind auferstanden. Durch Jesus Christus, meinen Sohn. Der liebe Gott wurde zum ersten Mal etwas feierlich. Manchmal vergesse ich das regelrecht, sagte er, was der Junge alles auf sich genommen hat. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sag das mal, wenn du von einer Meute von Rowdies umgeben bist um dich herum, die dir alles Mögliche antun. Komm, wir gehen weiter. Es wurde jetzt so dicht und eng, dass man sich kaum bewegen konnte, sondern sich mehr oder weniger mitschieben ließ. Alle möglichen Menschensorten konnte ich sehen. Da waren schwarze und braune, gelbe und rote, weiße, kleine, große, schöne, hässliche Krüppel, verwachsene, wunderbare, sonderbare, Zwerge und Riesen. Da waren Könige und Bettler, Einäugige und Dreibeinige. Kinder und Clowns und Soldaten und Schäfer mit ihren Schafen. Kaufleute, Mongolen, Rheinländer, Eskimos. Der Menschenstrudel wurde immer dichter. Und der liebe Gott nahm mich an die Hand und sagte: Es ist besser so. Wir kommen sonst unters Fußvolk, sagte er lachend. Und es ging hin und her und rauf und runter und plötzlich sah ich Friedrich den Großen. Er hat ein Holzbein, sagte der liebe Gott. Das hat niemand gewusst. Nur ich, sagte er. Aber er ist guter Dinge. Voltaire ist oft in seiner Nähe. Sie sind alle hier, sagte er. Dein Tucholsky ist auch hier, sagte er. Du hast ihm doch eins deiner ersten Gedichte gewidmet. Ja, sagte ich. Du kommst in dem Gedicht auch drin vor. Ich weiß, sagte der liebe Gott. Guck mal, wer da hinten durch die Menge rudert. Dein alter Freund Dieter Gütt. Er kommt auch schon mal ins Café Pilatus. Diesmal habe ich ihn nicht gesehen. Vielleicht lässt sich was arrangieren, wenn du wiederkommst. Plötzlich tippte mir jemand auf die Schulter. Ich drehte mich um, so viel ich konnte, und der Mann sagte: Sie haben meine Tochter geheiratet. Ich heiße Reinhold Rasche. Mein Kehlkopf ist wieder in Ordnung und ich blute auch nicht mehr aus dem Hals. Passen Sie gut auf mein Mädchen auf. Und grüßen Sie alle. Weg war er. Dann kam von der anderen Seite plötzlich meine Stiefmutter und sagte: Bist du jetzt auch hier? Nein, sagte ich, noch nicht. Und Hölderlin sagte: Der liebe Gott hat ein Glasauge. Davon singt Hagenbuch. Was macht der denn hier? Weiß ich auch nicht, sagte der liebe Gott. Er ist wahrscheinlich auf Tournee. Und ich sah auch Tante Anna und Onkel Heinz, der ja unter einen schweren Lastwagen gekommen war, aber jetzt ganz gut aussah und mit Genuss seine alte Zigarre rauchte. Tante Anna kannte mich nicht mehr. Sie fragte nur jeden, der an ihr vorbeiging, das konnte ich verstehen: Weiß jemand, was aus unserer Hannegret geworden ist? Keiner wusste es. Ich sagte, es geht ihr gut. Sie lebt jetzt in Eckernförde in der Nähe von Elke und Gerte ist in Italien. Dann ist ja gut, sagte sie, aber sie erkannte mich nicht. Auch Onkel Heinz, der nun ganz in sich gekrümmt auf dem Boden saß, erkannte mich nicht.
Ich sah plötzlich Manoli, meinen alten Freund aus Zürich, mit seiner Violine. Er saß auf einem Stuhl, den er wohl aus dem Select mitgenommen hatte, rauchte und grinste. Und Ditz Atrops stand etwas verloren in der Menge herum und hörte Hagenbuch zu, der wohl auf einem kleinen Podest stand. Ich konnte nur seinen Kopf sehen, der so hin und her sich bewegte. Für einen kurzen Augenblick konnte ich Guy Walter sehen, der neben dem Podium von Hagenbuch stand und zuhörte, um einen ganz neuen Chansonnier im Himmel zu entdecken. Und Hagenbuch sang ein Lied, das ich einmal für ihn geschrieben hatte. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world, wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them go. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to eine schöne Adventszeit, bleibt behütet. We won't go until we get some.